Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Think to Poker News. Am 1. Märzwochenende fand zum 6. Mal das Charity Poker Turnier im Sauerland statt. Sämtliche Buy-ins werden für die Organisation Herzenswünsche für krebskranke Kinder e.V. gespendet. Neben vielen bekannten Gesichtern der deutschsprachigen Pokerszene waren auch 4 Spieler von Think to Poker mit dabei. Beim Main Event mit über 540 Teilnehmern konnte Horst nicht nur den 52. Platz belegen, sondern nahm auch Natalie Hoch vom Tisch. Die beste Think2Poker-Performance kam von Moni, die in einem Side-Event den 3. Platz von 96 Gestarteten belegen konnte. Think2Poker plant 2018 mit noch mehr Spielern vor Ort zu sein, um dieses tolle Event für einen guten Zweck zu unterstützen. Anlässlich des Geburtstagsturniers von Jack Vegas, Mitbegründer und Coach von Think2Poker, gab sich Fellow Poker Pro und Kollege Marcin Horecki aka Goral vom Team PokerStars Pro die Ehre, bei unserem Homegame mit dabei zu sein. Nach einem spannenden Heads-Up gegen unseren Olli konnte er am Ende das Turnier für sich entscheiden. Kürzlich hat unser Partner das Grand Casino Asch seine neue Homepage gelauncht. Diese ist jetzt noch übersichtlicher gestaltet, um euch einen guten Überblick über die dortige Poker-Action zu geben. Think2Poker freut sich schon auf die nächsten Turniere, wie das 2. Poker-Festival Ende April, und hoffen, euch dort auch persönlich anzutreffen. Das war's von den Think2Poker News. Bis zum nächsten Mal an den Tischen.